I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole. Cross my heart, I won't do it again. Tell myself, draw that line. And I do. Once in a while I trip up and I cross that line. And think of you. 2 years and just like that, my head still takes me back. Thought it was standing by, but I guess it's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. And if I think it over, maybe you'll be coming over again. And I have to get over you all over again. Guess I could try hypnotherapy. Yeah. Oh, I gotta rewire this brain. Oh, tell myself, draw the line. Woo. And I do. Once in a while I trip up and I cross the line. And I think of you. 2 years and just like that, my answer takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. If I think it over, maybe you'll be coming over again. And I have to get over you all over again. Thought we kissed goodbye, thought we met this time. Was the last, but I guess it's never really over. Woo. Dreams are just like that. Takes me back. Thought it was done, but I guess it's never really over. Just because it's over doesn't mean it's really over. If I think it over, maybe you'll be coming over again. And I have to get over you all over again. Thought we're through. Und Erwin. Da habt ihr den Laden noch mal angezündet. Das war geil, das war nice. Geile Party einfach, oh, sag ich dazu. Leute, ich wüsste es nicht. Die waren beide da. Sehr schönes Battle. A fucking amazing battle. Also, fuck, sehr schön. Das war Wahnsinn. Also, das war unglaublich. Das war... Ey, ohne Shit, egal wo wir sind in der Welt, wenn du das hörst, denkst du halt, die machen ihr Leben lang beruflich auf der Ebene. Das war so gut. Wow. Dankeschön. Amazing. Ja, Marc, hättest du hier einen Favoriten? Ja, es ist schwer, ne? Es war richtig, richtig, richtig toll. Nastja, großartig, was du hier heute gemacht hast. Hm. Dankeschön. Oh mein Gott. Nicht nur, dass alle Töne gepasst haben, du warst voll drin, komplett im Gefühl. Hast, glaube ich, auch Erwin die eine Schwäche, die er vielleicht hat, nämlich, dass er vielleicht manchmal ein bisschen kühl wirkt. Das hast du ihm genommen mit deiner Performance. Also, es ist wirklich ein unfucking fassbar starkes Battle gewesen. Ja. Bis dann, Leute, wir sehen uns. Oh mein Gott, so viel Begeisterung für die beiden Talente. Ich glaube, Sally, die bibbert jetzt noch mal hinten im Steel Room. Los, Marc! Alice, hat dir das auch so gut gefallen? Ich habe wirklich sehr viel Respekt auf jeden Fall davor, weil es ist nicht leicht, dieses Lied zu singen. Nastja, du hast wirklich mit deinem Lächeln und mit deiner Ausstrahlung diesen Raum mit erleuchtet. Dankeschön. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für dich entscheiden. Danke. Vielen Dank, Alice. Dreht sich auf den Magen um, so? Ich finde Nastja auch richtig krass. Eine richtig, richtig gute Sängerin. Danke, Sido. Aber Erwin finde ich noch mal um einiges krasser. Danke, Mann. Du bist auch ein Typ,
wie du da auf der Bühne stehst und so. Also ich will dir das auch nicht absprechen, Nastja, du bist auch ein Typ, ne? Aber ein oft gesehener Typ für mich. Das ist sehr, sehr gut, aber es ist nicht so speziell wie Erwin. Auch als Typ, als Stimme, als Gesamtpaket bist du einfach sehr krass und ich sehe dich in den Live-Shows definitiv. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was du daraus machst, Ray. Ja, das geht gar nicht. Irgendwie so. Also ehrlich, das geht echt nicht. Also, ihr habt auf jeden Fall eine Stilmöglichkeit. Die Frage ist, wem ich mitnehme halt. Also, wenn ich ehrlich bin, ich fand das beste Battle überhaupt. Nasty, du bist so ein Leuchtturm. Es ist echt, du strahlst, es ist unfassbar. Und ich meine halt, jeder hat's gemerkt heute. Du bist für mich jemand, der wirklich halt jede Bühne füllen könnte. Also du hast die Stimme, du hast die Präsenz. Es ist Wahnsinn, das ist so genial. Unglaublich, danke. Erwin, du hast einen Schritt zu gehen, das glaubt vielleicht niemand in diesem Raum jetzt gerade, aber du zweifelst an dir selber. Und ganz ehrlich, dein 100% ist so unfassbar gut. Wir brauchen solche Musiker in dieser Welt und du musst an dich selber glauben. Und danke dir. Ich glaube, ich muss diese Entscheidung, das ist eine unmögliche Entscheidung. Ich Hand auf Herz, ich muss die Beste wählen. Was denkt ihr? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Jetzt wollen wir wissen, wer dieses allerletzte Battle gewinnt. Ja. Es ist unmöglich, ich muss eine Entscheidung treffen. Es zerbricht mein Herz, aber ich muss mit Erwin gehen. Erwin Kindhoff gewinnt dieses Battle im Team Ray. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ah, du musst an dich glauben, Junge. Du musst an dich glauben. Ah, das tut so weh. Ey, ich schwöre dir, ich würde so viel Mühe geben, dich stehlen nicht auf jeden Fall. Bis dann, Leute, wir sehen uns. Ah, so schön hier. Herzlichen Glückwunsch. Erwin Kindhoff ist weiter. Leute, ey, ohne Spaß, bitte, Marc. Sally ist ein wunderschönes, super nette Mädel, aber please, Marc, please. I'll make you fucking breakfast. That's how my... Jetzt wurde ich schon von zwei hier so halb gedisst, Alter. Ich hab gar keinen Bock mehr. Please. Ich glaube, Sally, die hinten im Steel Room sitzt, würde dir jetzt so gerne den Mund zuhalten, ja, die ganze Zeit. Ja, aber ich kann das nicht. Sie ist so... Also, Nasty ist so gut. Bitte. Absolut. Aber trotzdem, ihr müsst das jetzt für euch entscheiden. Sally, Bastian und Julia sitzen hinten. Aber ihr habt jetzt noch mal die Chance. So kurz vor dem Ende wäre das natürlich für die da hinten sehr ärgerlich. Aber für dich wäre es natürlich die größte Freude jetzt. Seid ihr drei bereit? Also, die Zeit läuft ab jetzt. Mann, das kann man. Und wir haben tatsächlich noch was. Zwei Steel-Deal. Unglaublich. What? Oh, Alice. What? Oh, oh mein Gott, Entschuldigung. Aber oh mein Gott, fuck. Oh mein Gott. Sally und Julia zittern, du feierst jetzt schon. Das kannst du auch. Du bist auf jeden Fall in den Sing-Offs. Marc und Sido wollen dich beide im Team. Aber Leute, Leute, wir haben jetzt noch jemanden, der auch auf jeden Fall schon in den Sing-Offs ist. Und das ist Bastian im Team Alice. Oh mein Gott, fuck. Oh, es ist Nervenkitzel, Alter. Danke an euch alle, danke für diese Möglichkeit. Ja. Das ist echt krass. Um.
Sally. Warum zu Sally. Weit, Mann? Sally. Ich schwöre, ich hasse sowas. Sally, gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Ich weiß, ich habe schon entschieden. Weil ich glaube, dass einer von den Zweien ein bisschen mehr an mich glaubt und das ist Marc. Yeah! Dann geht's für dich jetzt in die Sing-Offs im Team Marc. Und das heißt aber auch jetzt, Sally ist raus. Das ist jetzt auch klar. Oh, ja, Sally. Oh, Gott. Ich bin echt gut.